Ja, guten Abend und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unserer wöchentlichen Webinarreihe Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Ich sehe gerade, dass die Teilnehmerzahl noch weiterhin zunimmt, aber ich glaube, wir haben ein paar Spätkommer. Das ist aber normal. Insofern fangen wir einfach schon mal heute an. Ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Das Thema des heutigen Abends, ich lese halt immer mal vor, was für ein Themenblock heute dran ist. Und wir haben heute Franz-Georg Wenner zu Gast von Feingold Research. Das Thema ist The Big Picture. Da geht es um die technische Marktanalyse und strategische und taktische Einschätzung der Finanzmärkte. Ja, vielleicht noch ein Satz zu meiner Person. Ich bin Markus Landau und hier bei der DZ Bank Derivate-Experte und übernehme die Moderation. Ja, Sie interessiert wahrscheinlich, was wir heute so im Programm haben für diejenigen, die gelesen haben im Teaser diese Woche oder letzte Woche, den wir immer so 2, 3 Tage vor dem Webinar schalten, haben wir eigentlich so ein Motto auch, und das Motto des heutigen Abends soll sein: Gold, Silber, Euro, nur eine Spekulationsblase, Fragezeichen. Und auch wenn wir letzte Woche im Webinar schon das Thema Gold und vielleicht auch die Währung Euro-Dollar besprochen hatten, sind wir gespannt, was Franz-Georg heute für eine Meinung auf diese Basiswerte hat. Denn das kann sich auch von Woche zu Woche ändern, aber dazu dann gleich noch ein bisschen mehr. Ja, was steht auf dem Programm? Wir haben natürlich auch wieder im Zusammenhang mit The Big Picture, Franz-Georg ist ja da immer im Lead und hat am Ende gibt den aktuellen Marktüberblick. Und wie ich es eben schon gesagt hatte, ja, spielt Gold eine größere Rolle heute in unserem Webinar. Und Gold kratzt ja weiterhin an der 2000-Dollar-Marke. Ja, zum einen ist Gold ja eine Krisenwährung. Zum anderen hat der Dollar stark abgewertet oder relativ stark abgewertet im Juli. Und ja, die Währung ist eben von, die Gemeinschaftswährung Euro ist von 1,12 auf 1,19 gestiegen. Das ist schon ein rasanter Anstieg. Und da sind wir mal gespannt, was Franz Georg dazu sagen wird. Natürlich gibt es auch wieder im Gepäck, ich glaube, es zwei Trading-Setups hier vorstellen möchte. Und wir versuchen natürlich auch die Fragen zu beantworten, die zwischenzeitlich eintrudeln im Chat, und versuchen da auch die eine oder andere Frage aufzugreifen. Was wir neu heute machen möchten, und wollen das eigentlich etablieren auch in den zukünftigen Webinaren mit Franz Georg, ist, dass wir uns so eine Aktie, oder er sich vielmehr eine Aktie herauspickt, die Aktie des Webinars, und die dann eben auch nochmal beleuchtet. Und da geht es dann eben nicht nur um den Makroüberblick, sondern wirklich auch eine Aktie, die spannend ist, die er dann auch noch, wie gesagt, analysiert. Und dieses Format wollen wir dann auch in Zukunft übernehmen. Aber bevor wir einsteigen und ich das Wort an Franz Georg übergebe, die rechtlichen Hinweise kurz vorgelesen. Das Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung in Hebelprodukten, und alles, was wir hier besprechen, dient lediglich zu Demonstrationszwecken und stellt keinerlei Empfehlung dar und auch keine Beratung. Und Hebelprodukte sind, wenn wir sie hier auswählen, und das ist ja meist im Gros der Fall, haben sowohl ein Totalverlustrisiko als auch ein Emittentenausfallrisiko, was es zu beachten gilt. Insofern, ja, haben wir das hiermit erledigt und vorgelesen. Und ja, bevor ich jetzt übergebe an den Franz Georg, wünsche ich Ihnen allen ein spannendes, informatives, inhaltlich gutes Top-Webinar, und melde mich mit Sicherheit zwischenzeitlich dann zurück und schauen wir mal in die Fragenbox. Und ja, Franz Georg, du kannst übernehmen. Jawohl, Markus, vielen Dank schon mal von meiner Seite. Ich schnappe mal gleich den Bildschirm und dann seht ihr auch vor euch schon mal die Agenda für den heutigen Tag. Wir wollen uns wirklich schwerpunktmäßig natürlich mit den Edelmetallen beschäftigen. Gold und Silber standen jetzt ganz oben in den Schlagzeilen, nicht nur auf den einschlägigen Börsenseiten, sondern auch so in den breiten Medien. Und da verdient es natürlich eine verstärkte Beachtung, um mal zu schauen, kann man da jetzt noch investieren? Ist es zu spät? Wie sollte man da taktisch vorgehen? Man kann ja auch schnell mal Fehler machen, indem man dann einsteigt, wenn die Euphorie gerade sehr groß ist. Und das sind meistens dann relativ teure Fehler. Also damit wollen wir uns dann zum Schluss hin, aber in gebührender Größe dann auch auseinandersetzen. Am Anfang, wie wir es gewohnt sind, schauen wir uns die Aktienmärkte an und deklinieren da mal die verschiedenen Faktoren durch. Habe ich hier aufgelistet für den Dow, für den Nasdaq und den DAX natürlich. Das Währungspaar Euro-Dollar darf da nicht fehlen, jetzt wo der Euro so eine wirklich beeindruckende Stärke eben auch gezeigt hat. Und wir gucken uns die Aktie des Webinars mal an.
und wollen da auch diese Serie dann weiter fortsetzen mit den spannendsten Dividendenwerten, die es so gibt. Ja, steigen wir direkt mal ein in die Konjunkturübersicht, damit wir auch hier grob wissen, was gerade passiert ist. Das ist so ein bisschen wie das Wetter draußen. Manchmal scheint die Sonne und man ist wieder optimistisch, auch auf dem Parkett. Da hatten wir heute so einen Tag gehabt, der DAX ja, ja einen sehr glänzenden Start hingelegt, in den August 2,7% nach oben gegangen. Gründe dafür waren vor allen Dingen besser erwartete Daten aus Europa, die wir gesehen haben. Einkaufsmanager-Indizes sind gut reingekommen für Deutschland auf den höchsten Stand seit Ende 2018. Hatte man so nicht mitgerechnet. Industriedaten aus China, auch dass die zweitgrößte Volkswirtschaft nach wie vor wieder ganz gut unterwegs ist. Da kam wieder neuer Optimismus auf. So ein bisschen Hoffnung, dass wir vielleicht doch diese V-förmige Erholung sehen werden, auf die ja im Augenblick immer noch so die ein oder andere oder große Teile des Marktes eigentlich auch setzen. Das war also eine schnelle und ja, gute und kräftige, nachhaltige Erholung, spätestens zum Jahreswechsel dann auch vor uns haben. Also das ist so ein bisschen das, was heute gespielt wird, was die Aktienmärkte nach oben geführt hat, was zu einer Risk-on, also Risiko war wieder gefragt gewesen, Bewegung ausgelöst hat, Volatilität runter, Aktienmärkte rauf, defensive Sektoren wieder ein bisschen abverkauft gesehen. Und das führte dann dazu, dass wir, glaube ich, auch heute schon in den Technologieaktien teilweise neue Bestmarken gesehen haben und damit eben dann auch hier diesen ja, unerfreulichen Nachrichten aus der Vorwoche etwas ausradiert wurden. Wir haben ja hier BIP-Daten reinbekommen aus Deutschland, die ja katastrophal ausgefallen sind, im abgelaufenen zweiten Quartal 10% runtergegangen im Vergleich zum Vorquartal. Damit sind letztlich 7 Jahre ökonomisches Wachstum binnen 3 Monaten ausradiert worden. Unglaubliche Entwicklung, gerade auch hier in den USA auf der rechten Seite, die geben das ja immer annualisiert an, also auf das Jahr hochgerechnet, waren es 33% nach vorläufigen Angaben Rückgang gewesen. Fast noch ein bisschen besser als erwartet, aber auch hier muss man sehr weit zurückgehen, um überhaupt was zu finden. Also was ähnlich auch nur vergleichbar war, so ein kräftiger Rückschlag, unglaublich eigentlich eine Once-in-a-Lifetime-Rezession, die wir hier gerade durchmachen. An den Aktienmärkten ist das natürlich nichts Neues letztlich, was da passiert ist. Man hat ja auch mit solchen enormen Rückschlägen gerechnet. Der Blick ist immer ganz klar nach vorne gerichtet. An der Börse wird die Zukunft gehandelt. Klingt abgedroschen, ist aber so. Hier kamen natürlich dann so ein bisschen Gewinnmitnahmen auf letztlich, nachdem diese Daten rauskamen. Aber wir haben es eben heute gesehen, dass schon wieder andere Wirtschaftsdaten, die besser als erwartet reinkommen, auch sehr schnell wieder neues Kapital in den Markt rein aber anlocken und auch reindrücken, denn es gibt nach wie vor viele Investoren, die sich an der Seitenlinie sind und naja, hier noch nicht so richtig investiert sind. Wir haben auch gehört, dass natürlich die amerikanische Regierung hier gegensteuern muss. Das ist auch natürlich wichtig. Es wird im Rahmen eines 5. Konjunkturpaketes im Augenblick diskutiert in Washington. Gibt es das? In welchem Umfang? Republikaner wollen 1 Billion, Demokraten sogar 3 Billionen Dollar. Ausgeben. Also es geht nach wie vor um Billionen, nicht Milliarden mehr. Helikoptergeld in Form von Konsumschecks sollen es sein, um die Binnennachfrage vor allen Dingen auch zu stützen, denn wir wissen ja, ein Großteil eben des amerikanischen BIP entfällt auf den Konsum. Und das ist auch vor dem Hintergrund eben spannend, dass gerade jetzt auch die Stützungsprogramme der Regierung langsam auslaufen. Ja? Und das kann natürlich dann auch sehr schnell negativ auf den Konsum durchschlagen. Die laufen so Ende Juli, sind die ausgelaufen und das ist kann durchaus ein Risiko, beziehungsweise muss man im Auge behalten, denn jetzt gibt es ja auch Sommerferien noch in den USA, ob man da möglichst schnell auch eine Einigung erzielt. Wenn nicht, kann das sehr schnell auch dann kippen, gerade in der Konsumstimmung. Und wir wissen, wie wichtig eben der Konsum dann auch ist für die USA. Gucken wir hier mal auf das große Gesamtbild. Mein Lieblingsindikator, der Citigroup Economic Surprise Index, hier links dargestellt. Da sieht man es auch nochmal, wie deutlich die Konjunkturdaten, die zuletzt reingekommen sind, die Erwartungen geschlagen haben. Das zeigt ja dieses Barometer an, also wie kräftig eben Konjunkturdaten übertroffen wurden oder eben verfehlt wurden. Wenn sie verfehlt wurden, ist der Indikator unten, wurden sie übertroffen, ist er oben. Und hier dieser Anstieg, hatte ich ja fast schon gesagt, die Stimmung war extrem schlecht gewesen, die Erwartungen ganz, ganz unten, wie auch bei der Berichtssaison. Und das wurde dann umso stärker nach oben hin jetzt mit quasi auch schon sehr, sehr schlechten Daten noch übertroffen. Und deshalb haben wir hier eine Grafik, die ja etwas ratlos zurücklässt und fast schon ja, kaum noch eingeordnet werden kann, wenn man sich das mal vergleicht für die letzten
Jahrzehnte auch, kann man sogar noch länger spinnen. So eine Bewegung hat man eigentlich nie gesehen. Aber wir sehen auch, naja, jetzt haben die Volkswirte gesehen, die Erwartungen wurden sehr, sehr häufig übertroffen. Damit steigen dann auch wieder die Prognosen. Man ist wieder etwas optimistischer gestimmt. Und das führt dazu, dass dann die tatsächlichen Daten diese wieder etwas besseren Prognosen nicht mehr übertreffen. Und dann dreht dieses Barometer wieder nach unten. Dann haben wir wieder den Effekt, dass die Daten, die Konjunkturdaten schlechter reinkommen als erwartet. Das ist dann wieder eine Belastung für die Aktienmärkte. So ist das, dieses schöne wellenförmige Verlauf. Und da kann man eigentlich sehr schön sich das dann auch die Aktienmärkte schon über die Konjunkturschiene zurechtbiegen. Hier sieht man auch nochmal so verschiedene Indikatoren in den USA. Also das sind so Realtime-Indikatoren, Reservierungen in Restaurants, Checkpoint-Messungen an Flughäfen, Einzelhandelsverkäufe. Das ist noch alles ganz weit unter den vorherigen, also vor Corona-Niveaus. Wir haben noch kaum eine Belebung. Sieht man ja auch, wenn man am Frankfurter Airport unterwegs ist. Da ist man jetzt auch zur Ferienzeit vergleichsweise noch allein unterwegs. Gucken wir uns die fundamentale Ausgangslage mal an, wo wir jetzt im Augenblick unterwegs sind. Und auch das ist natürlich ein wichtiger Indikator jetzt vor allen Dingen im Hinblick eben auf die laufende Berichtssaison noch. Wir haben fast 2/3 der US-Unternehmen, die ihre Zahlen inzwischen vorgelegt haben. 84% lagen über den Erwartungen, also wirklich ein gutes Ergebnis, was wir bisher haben in den USA. Das setzt sich wahrscheinlich auch noch für die restlichen Daten, die reinkommen, sofort. In Europa ist es nicht ganz so gut, aber trotzdem sehr solid. Ja, und das stabilisiert natürlich jetzt auch die ganze Entwicklung ein wenig. Die Aktienbewertungen in den USA mit einem KGV von 25,5 sind nahezu unverändert geblieben zuletzt. Ja, in Europa mit 21,4 sogar leicht gefallen. Das ist hier die graue Linie. Jetzt muss man hier einen interessanten Effekt mit berücksichtigen, dass bei wirklich maßgeblichen Gewinnschätzungen für die nächsten 12 Monate, die könnten sogar jetzt bald wieder. Und zwar, das liegt daran, dass die Ergebnisse der Berichtssaison für das zweite Quartal 2020 allmählich durch die höheren Schätzungen für das zweite Quartal 2021 ersetzt werden. Eine ganz interessante Geschichte. Und das führt eben wirklich dazu, dass jetzt auch bei stagnierenden Kursen aufgrund der höheren Erwartungen, die man an das zweite Quartal 2021 fällt, das KGV ganz allmählich sinkt. Ja. Das G, die Gewinnschätzungen, würden dadurch steigen durch den Effekt. Bei unveränderten Kursen haben wir ein niedriges KGV dann. Und das habe ich hier rechts mitgebracht. Das ist eine ganz interessante und wichtige Information. Die aktuellen Fact-Chat-Schätzungen der Analysten für die nächsten Quartale. Und da sieht man jetzt eben auch schon, dass für das dritte und das vierte Quartal immer noch ein deutliches Minus erwartet wird bei den Gewinnschätzungen der Firmen im S&P 500. Also hier Earnings, Gewinnrückgang zum Beispiel im vierten Quartal -12%, Umsatzrückgang knapp 2%. Für das Gesamtjahr 2020 sind wir derzeit bei einem Gewinnrückgang von 21%. Und das hier ist jetzt das Entscheidende für das gesamte Jahr 2021, also das nächste Jahr, da sieht man einen Wachstumssprung, wird immer noch unterstellt von 28%. Das ist so ungefähr der rettende Strohhalm, an dem man sich im Augenblick orientiert und mit denen man eben auch diese hohen Bewertungen rechtfertigt. Denn man sagt einfach, im nächsten Jahr, dann wird die Konjunktur richtig durchstarten aufgrund der geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen. Die Weltwirtschaft wird wieder brummen, die Unternehmen verdienen eine Menge Geld. Und dann wird auch dieses Bewertungsniveau hier wieder in normale Bahnen sich von alleine, sage ich mal, nivellieren. Und das ist so der Katalysator, den man hier hat und die Begründung dafür, dass man jetzt noch dieses Kursniveau rechtfertigt. Gleichzeitig aber auch ein Risiko natürlich, denn das hier basiert ganz klar darauf, dass wir wieder eine funktionierende, rundlaufende Weltwirtschaft haben. Das heißt also, es muss eigentlich einen Impfstoff geben, Covid-19 dann geben, damit wir wirklich auch keine Handelsbarrieren oder Hemmnisse mehr vorliegen. Es war einfach wieder die Situation von Anfang 2019 haben, für das vom vergangenen Jahr, also vor Corona-Niveau letztlich haben. Sollte das nicht der Fall sein, dann sind natürlich auch diese Gewinnschätzungen hier hinfällig. Und das ist sicherlich ein sehr wichtiger Faktor, auf den es zu achten gilt. Kommt das tatsächlich so? Ich komme gerade in die Fragenbox auch rein, das haben wir seit vielen Jahren so, das ist richtig, aber nicht so eine extreme Bewegung, wie wir sie hier haben. Mit wirklich für das Gesamtjahr jetzt 2020 -21%, für 2021 +28%. Das sind schon wirklich große Unterschiede, was hier auch jetzt unterstellt wird. Wichtige Informationen.
Und ich bin gespannt, wie sich diese Kennzahlen auch noch anpassen werden in den nächsten Wochen, ob es hier wirklich wieder Abwärtsrevisionen gibt oder sogar Aufwärtsrevisionen. Deswegen ruhig hier von der Folie schnell einen Screenshot machen, zur Seite legen und mal gucken, wie sich das jetzt dann auch in den nächsten Wochen verändern wird. Gucken wir uns noch an, als nächstes, wie die ETF-Flüsse zuletzt gelaufen sind. Interessante Entwicklung. Investoren sind wieder ein bisschen vorsichtiger geworden. Das heißt also, in den vergangenen 2 Wochen haben wir relativ starke Zuflüsse gehabt. Wieder ein Geldmarkt- und Rohstofffonds. Also wurde hier wieder in Sicherheit reingeparkt. Rohstoffe natürlich, angetrieben von den Edelmetallen, Gold und Silber, haben hier massive Zuflüsse gehabt. Da kamen wir dann gleich noch drauf. Ansonsten eigentlich wurden risikoreiche ETFs eher wieder gemieden. US-Aktien haben wir hier sogar leichte Mittelabflüsse in den vergangenen 2 Wochen gehabt. Auf europäische Aktien Zuflüsse hatte ich ja auch schon angedeutet. Wir sehen so einen leichten Shift des internationalen Kapitals in Richtung Europa, etwas raus aus den USA, weil die auch jeder sieht, dass eigentlich die Rallye an den amerikanischen Aktienmärkten vor allem eben von den Technologiewerten getrieben wird. Ja, und weniger vom breiten Markt. Also ETF-Flüsse sehen wir hier in den letzten 2 Wochen eindeutig eher so ein bisschen Risk auf Geldmarkt, Rohstoffanleihen, die waren gesucht. US-Aktien war man eher vorsichtig gewesen, Aktien generell auch vorsichtige Ausprägung. Die Stimmungslage in den USA, Kleinanleger, ja, nach wie vor großer Pessimismus. Ihr seht es hier, es hat sich nicht viel getan. Wenn man sich mal einfach mal das Ergebnis anschaut der amerikanischen Kleinanleger, also der bullisch investierten oder mit einer bullischen Meinung zum S&P 500 minus den Bären, dann haben wir hier ein negatives Ergebnis, was rauskommt. Das heißt nichts anderes, das war eine Dominanz nach wie vor haben der Bären. Also vorsichtige Positionierung der Privatanleger in den USA. Das gilt nicht für diese ganzen Robin Hood Trader, die da so kleine Unternehmen wie Hertz und sowas hoch und runter daddeln jeden Tag. Das ist nicht der Fall, sondern hier geht es eigentlich um die gut informierten amerikanischen Kleinanleger. Und die misstrauen dieser Rallye. Die sind nach wie vor an der Seitenlinie, nicht investiert. Hängt natürlich auch damit zusammen, steigende Corona-Fallzahlen. Da ist man natürlich skeptischer gestimmt, auch was die Börse angeht. Und ist dann noch nicht voll im Markt investiert. Das ist eigentlich positiv, denn es ist ja ein Kontrasignalgeber, diese Sentimentumfragen. Gucken wir uns mal die Profis an. Bei denen sieht es nämlich anders aus, wenn wir hier die Umfrage der nordamerikanischen Fondsmanager uns anschauen. 97 Punkte, das ist ein Mehrmonatshoch, was hier ausgebildet wurde, war sogar, glaube ich, knapp mal Mehrjahreshoch sogar gewesen. Und ihr seht es auch hier. Also wenn wir so eine Ausprägung haben bei den nordamerikanischen Fondsmanagern hier weit oben, dann waren wir zumindest mal häufig in der Nähe eines temporären Hochpunktes. Ja, und das könnte jetzt hier auch wieder der Fall sein. Wir sehen also, dass insbesondere institutionelle Fonds, also Pensionsfonds, Versicherungen, die haben bereits gekauft. Ja, und die sind da auch vorsichtig und gut investiert drin gewesen. Retailfonds, also diese ganzen Publikumsfonds, Investment Trust und so weiter, die haben erst relativ spät ihre Cashbestände abgebaut und sind hier hinterhergelaufen, um hier wirklich noch in den Markt reinzukommen. Und im Ergebnis sieht man hier, dass eigentlich die Fondsmanager relativ optimistisch gestimmt sind. Und das ist schon wieder auch, naja, ein bisschen zu viel Optimismus. Vorsichtig sollte man hier dann sein. Also sehen wir gleich noch im Fazit, was wir da zum Sentiment dann auch festhalten. Gucken wir uns das Weltaktienklima an für die größten Indizes weltweit. Ja, die amerikanischen Technologieaktien nach wie vor ganz weit oben. Nasdaq 100, Nasdaq Composite, Shanghai, ja schon mehrfach gesagt, die chinesische Börse gestützt auch durch die Regierung, die ja schnell mal sagen kann, man darf keine Aktien mehr verkaufen im größeren Stil oder Shortverbote ausspricht. Das ist ein bisschen außer Konkurrenz. Wir schauen uns das Gesamtbild an, das ist entscheidend. Also hier die Anzahl der Indizes, die über ihrer 200-Tage-Linie notieren. Haben wir derzeit 60%, das war hier Anfang Juli beim letzten Webinar 55% gewesen. Also es ist nach wie vor keine Entscheidung gefallen, ob die Mehrzahl der weltweiten Indizes ihre 200-Tage-Linie nachhaltig überwunden hat, ja oder nein. Ihr seht es hier, sehr viele Indizes wie auch der DAX-Kursindex pendeln so ein bisschen um den 200er-Mittelwert, haben den also noch keine Entscheidung hier getroffen. Haben wir jetzt wirklich eine nachhaltige Rückeroberung vorliegen oder noch nicht? Es gibt hier sogar wie die Österreicher noch deutlichen Abschlag nach unten. Die Technologieaktien haben es deutlich nach oben hin überboten. In Gesamtheit aber noch keine Entscheidung hier getroffen.
So, was sorgt jetzt dafür, dass wir kurzfristig so ein bisschen Rückenwind haben? Ich habe es dir gesagt, am Anfang Juli waren 95% der Indizes über der 21-Tage-Linie gewesen. Also das ist ja immer eine Überhitzung, so ein Extremwert. Alles über 90% ist extrem, alles unter 10, 15% ist eine Extremung nach unten. Jetzt haben wir das deutlich abgebaut. Ihr seht es noch, 30% der weltweiten Indizes behaupten ihre 21-Tage-Linie. Das ist eher so ein unterer Wendepunkt gewesen und spricht dafür, dass wir jetzt kurzfristig eine Erholung haben. Ob die dann ausreichen wird, hier auch dieses Niveau, also die Anzahl der Aktien über der 200-Tage-Linie deutlich nach oben zu führen, wage ich noch zu bezweifeln. Kommen wir dann gleich noch im Detail drauf zu sprechen. Dann gehen wir mal in die Marktstruktur in den USA rein. Gucken wir uns nur in der groben Gesamtheit mal eben an, wie wir hier jetzt die Ausgangslage derzeit haben. Also auch hier mein Lieblingsindikator wieder zum Timing, Anzahl der Aktien im S&P. S&P 500 über der 50-Tage-Linie, ihr seht es, 65% sind es im Augenblick. Das ist kein ja, wirklicher guter Umkehrpunkt. Aus taktischer Sicht drängt sich hier kein Einstieg auf. Ihr wisst es, wenn wir so Niveaus von mehr als 80, 85% haben, ist Vorsicht angebracht, dann haben wir häufig einen Hochpunkt. Da sind wir jetzt, jetzt mal zuletzt die zum Beispiel gehabt Anfang Juni, danach ging es auch runter. Und kaufen kann man unterhalb von 15%. Auch das haben wir jetzt nicht. Jetzt sind wir bei 65%, also neutral. Wer drin ist, kann noch drin bleiben. Jetzt würde ich allerdings nicht mehr unbedingt neu reingehen, denn es liegt, wie gesagt, hier kein klares Kaufsignal vor für den mittelfristigen Bereich. Im langfristigen Bereich, Anzahl der Aktien im S&P 500 über der 200-Tage-Linie, haben wir jetzt 54%. Die Quote ist noch relativ tief. Wenn man bedenkt, dass der S&P hier im Bereich seiner Rekordmarke notiert, aber nur die Hälfte der Aktien ihre 200-Tage-Linie zurückerobert haben. Ne? Ihr habt es gerade mitbekommen, hier im Hintergrund. Das gilt auch für die weltweiten Indizes. Auch die haben noch längst nicht hier die Börsenampel auf grün geschaltet, sondern das ist so ein bisschen Pattsituation, die wir hier. Die Marktbreite stimmt nicht so richtig. Ja, das ist die Kernaussage letztlich, sowohl weltweit, was die Weltindizes angeht, als auch zum Beispiel bei den Aktien im S&P 500. Auch da ist die Marktbreite im Vergleich eben zum Indexstand noch relativ dürftig. Ein kleines Warnsignal. Ne? Nur wenige Aktien haben die Hauptindizes nach oben geführt. Es fehlt die breite Masse, die hier nicht mitzieht. Also muss man da vorsichtig sein, denn das kann sich auch sehr schnell dann wieder ändern. Kann aber auch nach oben hindurch starten. Ne? Auch hier jetzt, wie gesagt, kein deutliches Signal zum Aufstieg, auch kein deutliches Signal zum Kaufen. Positionen einfach mal halten, was das angeht. Franz Georg, Ja. ganz kurz. Wir haben hier ein paar Mitteilungen. Ich merke das auch mal wieder. Hängt wahrscheinlich irgendwie am Telefonanbieter, dass es ab und zu mal unterbricht. Nur, dass du da informiert bist. Wir können das jetzt auf die Schnelle eh nicht regeln, weil ja, da haben wir keinen Einfluss drauf. Da scheint irgendwann ein bisschen was mit der Leitung mal zu sein. Und abschalten können wir jetzt auch nicht. Also wir versuchen es so gut wie möglich, aber wir haben da jetzt nicht wirklich so einen Einfluss drauf. Wenn da nochmal ein Aussetzer ist, dann ja, wobei, das kommt immer wieder mal vor. Vielleicht einfach, ja, weiß nicht, was man da machen kann. Bisschen langsamer hilft wahrscheinlich auch nicht. Wir probieren es, dass du Bescheid weißt. Ja, Entschuldigung dafür. Das wird beim nächsten Mal sicherlich nicht mehr vorkommen. Lassen wir schon. Gucken wir gleich nochmal in die Fragenbox rein, was da noch war. Ja, Saisonalität komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Wichtiger Punkt natürlich, warum der ATX so schwach ist, die schwache Erklärung des ATX. Liegt so ein bisschen auch natürlich an seiner Indexzusammensetzung, die nicht jetzt ja, darauf ausgerichtet ist, dass wir hier wirklich konjunktursensible Werte drin haben und wir auf eine Erholung der Weltwirtschaft setzen könnte. Wir haben Schwergewichte sind hier eine OMV zum Beispiel. Öl und Gas ist das ja ein Unternehmen. Ne? Das ist der Ölpreis dümpelt seit längerer Zeit seitwärts. Wir haben die erste Group Bank mit grob 15% Gewichtung. Auch das ist jetzt nicht unbedingt ein Wert, in den man reingehen muss, wenn man auf eine Erholung der Weltwirtschaft setzt. Das heißt also, die Indexzusammensetzung bremst im Augenblick den ATX aus. Verbund, wer das noch auskennt, ist ja auch im ATX sehr wichtig. Auch das ist jetzt nicht so, nicht eine Aktie, die man unbedingt haben muss in diesem Umfeld. Ja, kommen wir noch kurz weiter auf das Put-Call-Ratio in den USA. Dann haben wir auch damit abgeschlossen. Es werden im August gekauft, sehr viele Calls, großer Optimismus. Offenbar rechnet niemand mit einem größeren Rückschlag. Auch das wieder ein kleineres Warnsignal, was wir uns mal im Hinterkopf notieren sollten. Kommen wir zu den Charts in den USA.
Und da gucken wir uns am besten mal den Dow Jones an. Steht ja auch im Fokus und wir haben ihn vor uns. Ich habe hier mal alles eingetragen, was soweit wichtig ist, ohne dass es überladen ist. Grundsätzliche Ausgangslage, ich habe es im letzten Webinar auch schon mal gesagt, dass wir hier in einer Seitwärtsbewegung inzwischen eingeschwenkt sind, die wahrscheinlich auch in den Sommermonaten erst einmal nicht verlassen wird. Ja? Das hat sich jetzt in den letzten 3 Wochen schon mal bestätigt. Das heißt also, die Seitwärtsrange beim Dow geht ungefähr von 24.700, 25.100 auf der Unterseite, reicht sie bis oben hin ungefähr in dem Bereich des Juni-Hochs, also so bei 27.000, 27.400 Punkten, da ist dann wieder Schluss. Ihr seht vor euch hier auch den blauen Prognosekorridor, den wir ja aus vergangenen Schwankungen ableiten. Und auch hier sind die Grenzen, die ich gerade genannt hatte, werden dadurch bestätigt. Ja, wir pendeln hier um die 200-Tage-Linie seitwärts. Das Volumengebirge hier an den Seiten schlägt auch deutlich nochmal aus hier in dem Bereich 26.000, 27.000. Also diese runden Schwellen sind auch nochmal sehr bedeutend, sollte man im Blick behalten. Letztlich geht es darum zu schauen, ob hier zu einer kommt nach oben oder unten und den kann man dann handeln oder eben sich entsprechend an den Extremzonen für eine gegenteilige Bewegung wieder positionieren. Das heißt also, steigt der Dow jetzt hier oben an auf die 27.000, wenn ich dann sehr risikoliebend unterwegs bin, hohe Risiken eingehe, dann reduziere ich meine Long-Position und kann dann mit einem Short-Papier entsprechend wieder auf einen Rücklauf setzen. Wer sagt, naja, ich möchte doch in der Nacht gut schlafen, wartet einfach ab, was hier passiert. Dann sollte es hier zum Ausbruch nach oben kommen, auf ein neues Verlaufshoch, hätten wir Platz bis 28.200 beziehungsweise dann auch 29.000 Punkte, also hier oben bis knapp in die Rekordregion rein. Dann würde man entsprechend des Ausbruchs sich positionieren, also nach oben hin entsprechend Long-Position. Fällt der Dow hingegen unter 24.700 per Tagesschluss, dann dürften wir eine größere Konsolidierungsbewegung vermuten mit Ziel, sagen wir mal, 22.700, 23.000, 23.200 Punkten. Das heißt also, unter 24.700 geht man da entsprechend short. Wir haben aber insgesamt jetzt derzeit die Tendenz, dass der Dow sich erst einmal seitwärts bewegt. Bitte die Grenzen hier beachten. Vorher muss man hier nicht unbedingt in den Markt reingehen. Beim Nasdaq 100 sieht es ein bisschen anders aus, denn hier haben wir einen ganz klaren übergeordneten Aufwärtstrend vorliegen, ja, und die ist auch sehr, sehr deutlich hier ausgeprägt. Nach oben hin haben wir jetzt sogar einen langjährigen Aufwärtskanal verlassen, haben hier eine obere Begrenzung dieser kleinen Seitwärtsbewegung bei rund 11.000 Punkten, auch die runde Schwelle. Hier verläuft auch wieder die Grenze des Prognosekorridors. Auf der Unterseite sind es entsprechend so ungefähr 10.300 Punkte. Auch hier bitte wieder darauf achten, bis wir hier ein Signal vorliegen haben. Der Nasdaq steht ja jetzt im heutigen Handelsverlauf hier schon im Bereich der Rekordmarke. Ausbruch darüber wäre prozyklisch zu handeln, könnte man dann auch auf weiter steigende Kurse setzen, aber hier nicht zu viel erhoffen. 11.150, kurzfristig 11.200, das geht erst ganz allmählich hier nach oben. Grundsätzlich aber, wenn ich jetzt in den USA noch auf steigende Kurse setzen möchte, dann lieber relative Stärke spielen. Das heißt also, hier die Technologieaktien sind gefragt, laufen nach wie vor. Die Ergebnisse waren ja auch mit Ausnahme von Alphabet sehr gut gewesen. Die Indizes handeln deutlich über der steigenden 200-Tage-Linie. Also hier habe ich das Momentum. Ja, hier spielt die Musik. Dann gehe ich in den Nasdaq 100 rein, wenn ich long positioniert sein will, in den USA noch. Beim Dow muss ich das nicht unbedingt sein, denn hier ist einfach die Trendeinschätzung eher seitwärts gerichtet. Also ja, neutral würde ich mal nennen. Was spricht noch dafür, dass man hier eher mal so ein bisschen vorsichtig sein sollte? Nun, das hat schon einer gerade geschrieben, die Saisonalität ist ja natürlich auch ein wichtiger Faktor. Ich habe hier mal das Ganze mitgebracht, auch für die verschiedenen Zeiträume. Also seit 1950 in Blau da Jahre gelb, für die letzten 10 Jahre in Schwarz. Und für Wahljahre nochmal. Und ihr seht es hier, also August und September, das sind diese klassischen, schwierigen Spätsommermonate an den Börsen. Und da haben wir gerade in den vergangenen 10 Jahren im August häufig mal einen auf den Deckel bekommen. In Wahljahren ist es eigentlich wieder ganz gut. Aber auch der September ist eher mal vom Chance-Risiko-Verhältnis wirklich nicht gut. Und wenn man das zusammenfasst, passt es einfach im Augenblick nicht. Man muss nicht jetzt zwingend in den Markt rein, denn wie gesagt, auch aus der Saisonalität her spielt es nicht so richtig mit. Ich würde aber das Thema Saisonalität gerade in diesem Jahr nicht so hoch ansiedeln. Wir haben es ja alle mitbekommen, aufgrund der Geld- und Fiskalpolitik kann jederzeit hier was Neues passieren. Und dazu haben wir noch Corona und den Handelskonflikt.
Also viele, sehr viele dominierende Faktoren. Donald Trump natürlich, der mit einem Tweet mal eben auch die Märkte sehr stark bewegen kann, die wir hier als Sonderfaktoren mit einfließen lassen müssen und berücksichtigen müssen. Und die können diese Saisonalität auch sehr schnell dann verzerren. Es ist ein Puzzlestück, die Saisonalität, aber man sollte es nicht überbewerten. Gehen wir rüber auf die andere Seite des Atlantiks. Hier wieder Stärke gegen Schwäche, habe ich den DAX mal mitgebracht, beziehungsweise den Vergleich zwischen S&P 500 und dem DAX-Kursindex. Und ihr seht es hier, der DAX-Kursindex schwächelte zuletzt wieder ein bisschen, ist etwas unter Druck geraten. Diese relative Stärke, die wir gesehen haben gegenüber den US-Indizes, haben wir jetzt nicht mehr gehabt. Es kam wieder so ein bisschen Sorgen auf, schaffen wir das mit der V-förmigen Erholung? Das ist letztlich auch der entscheidende Faktor. Ja. Ist Konjunkturoptimismus da, kauft man den DAX? Denn der DAX ist einer der zyklischsten Indizes überhaupt. Neben dem KOSPI würde man auch in den DAX reingehen. Dann würde der DAX auch davon profitieren und die Outperformance zeigen. Ist das Ganze wieder so ein bisschen schwieriger, sehen wir mehr die Risiken an den Finanzmärkten, gehe ich eher raus aus dem DAX und schichte in die amerikanischen Aktienmärkte rein. Gucken wir uns das mal an hier. Ausgangslage beim DAX hat Ähnlichkeiten mit dem Dow Jones. Denn auch hier sind wir letztlich eine Seitwärtsbewegung, eine Konsolidierungsbewegung, die wir im Augenblick abarbeiten. Wir haben jetzt hier eine Stabilisierung gehabt oberhalb der 200-Tage-Linie. Hier wieder das violette Band. Die entsprechenden Handelsmarken hier wären hier auf der Unterseite so ungefähr die 11.900 bis 11.500. Die sollten nach Möglichkeit per Tagesschluss nicht nach unten hin durchbrochen werden. Ist das der Fall, fallen wir unter 11.000. So 700, 11.600 Punkte per Tagesschluss bilden somit auch ein neues Verlaufstief aus, also fallen hier unter das Juni-Tief. Dann wird das hier oben eher so ein Charakter einer Umkehrformation langsam an sich nehmen. Und dann könnten wir die Kurslücke hier unten auch zügig schließen, die sich noch so im Bereich von 10.600, 10.700 befindet. Sowieso neigt der DAX dazu, in letzter Zeit Kurslücken relativ zügig zu schließen. Wir haben hier einige gerissen und dann eben auch wenige Tage später wieder geschlossen. Die sollte man im Blick behaben. Wir haben hier jetzt auf der Oberseite noch eine Kurslücke. Also das ist für die Daytrader vielleicht ganz interessant. Im Bereich 12.900 bis ungefähr 13.000, also nur knappe 100 Punkte Kurslücke. Könnte ich mir vorstellen, dass wir die vielleicht in einem freundlichen Umfeld noch schließen werden. Kommen ja auch noch Arbeitsmarktdaten am Freitag, glaube ich, rein. Und dann haben wir aber ähnlich wie im DAU auch hier oben wieder so eine kleine Begrenzung. Ja. 13.100, 13.200 Punkte ist dann hier noch das Corona oder die erste Corona-Kurslücke, die es noch abzuarbeiten gilt. Interessant wird, ob die dann auch geschlossen wird. Denn sollte diese geschlossen werden, haben wir dann natürlich einen Freifahrtschein eigentlich in Richtung Rekordhoch 13.800 Punkte. Aber das wird noch sehr, sehr schwierig. Ihr seht auch hier der Anstieg des Handelsvolumens, das Volumensgebirge hier am rechten Rand im Bereich der 13.200, 13.300. Das ist sehr, sehr entscheidend, ob wir da drüber wirklich noch steigen oder nicht. Wir sind, wie gesagt, im Juli daran gescheitert. Zweiter Anlauf könnte erfolgreicher verlaufen, aber dafür muss, wie gesagt, diese gesamte Stimmungslage eben auch passen. Das ist so das Szenario, was man im Augenblick im Hinterkopf haben sollte. Also erstmal seitwärts gerichtet, aber bitte auf die Grenzen dieser Range achten. Und hier kann es sehr schnell dann auch zu einem Ausbruch natürlich kommen. Ja, und das wird dann, denke ich mal, auch in Richtung des Ausbruchs sich die Märkte auch kurzfristig mal weiterentwickeln. Sehr spannende Ausgangslage vor diesem Hintergrund. Das mal zum DAX und den Aussichten dazu. Jetzt haben wir ja auch noch Berichtssaison, die reinkommt in Europa. Auch ein wichtiger Faktor natürlich, den man jetzt noch im Auge haben sollte. Ich glaube, diese Woche kommen allein 14 Unternehmen, die noch melden und darüber hinaus. Und dann machen wir jetzt einen Querverweis, baue ich kurz ein. Man sollte auch auf die Devisenmärkte achten, auch sehr entscheidend. Und hier vor allen Dingen Euro-Dollar ist ja auch wichtig, gerade für den DAX. Ich hatte es ja schon gesagt, aufgrund seiner starken Abhängigkeit von der Konjunktur spielt natürlich auch der DAX dann für den der Euro für den DAX eine wichtige Rolle. Ein starker Euro vermindert natürlich die Wettbewerbschancen der Unternehmen auf den Weltmärkten. Also wenn ich dann außerhalb des Euro-Raums meine Waren verkaufe, dann habe ich natürlich mit einem starken DAX ein Problem. Natürlich kann man auch außerhalb des Euro-Raums bei einem starken DAX, starken Euro günstiger sich einkaufen, also Rohstoffe günstiger beziehen. Aber gerade bei den DAX-Unternehmen überwiegt doch eher natürlich die Exportquote. Und da muss man jetzt einen Blick drauf haben. Wir sind jetzt hier bei 1,17, 1,18 angekommen.
Das ist für mich so ein Niveau, wo ich sagen würde, da hat sich der Euro-Bulle sehr gut mal ausgetobt. Es ist hier noch ein bisschen Luft nach oben vorhanden. Aber wenn wir das Chartfenster etwas zusammenstauchen, dann sehen wir eben auch, dass wir hier langsam in Regionen vorstoßen, die sich in der Vergangenheit häufig als Umkehrpunkte schon mal erwiesen haben. Das geht hier los bei rund 1,18, geht hoch bis ungefähr 1,22. Ja, hier sind einige Umkehrpunkte aus der Vergangenheit, die jetzt bremsend wirken dürfen. Dazu ist eben Euro-Dollar auch noch nach oben hin ziemlich überhitzt. Zuletzt ein weiter Abstand hier zur 21-Tage-Linie mit mehr als 3%. Und was man auch nicht vergessen darf, die EZB hat natürlich auch kein Interesse daran, dass der Euro sehr, sehr stark ist. Deshalb auch hier ein bisschen vorsichtig sein. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es hier verbale Interventionen auch geben wird seitens der EZB ab einem Niveau von mehr als 1,20, dass man also hier den Euro schon mal ein bisschen schwächer redet. Und letztlich ist es auch das Ziel der FED und EZB in den vergangenen Jahren immer gewesen, dass sich der Euro so grob in der Bandbreite zwischen 1,05 bis 1,20, 1,22, 1,24 seitwärts bewegt. Ja, und somit hier von dieser Seite von den Währungsmärkten nicht noch ein weiterer Unsicherheitsfaktor mit reinfließt. Aber ein interessanter Punkt, bitte auch den Euro im Blick behalten, dass der nicht noch weiter durchstartet. Ansonsten wäre es ein Belastungsfaktor, ganz klar, für den DAX. Fassen wir alles zusammen, was hier die aktuelle Ausgangslage für die Aktienmärkte angeht. Ja, letztlich Konjunktur, ich habe es gesagt, wir haben bei den Konjunkturüberraschungen kürzlich ein Extremniveau gehabt. Sehr viel Optimismus. Lifetime-Daten zeigen eher schon wieder seitwärts. Geldfiskalpolitik bleibt expansiv. Worauf man hofft, sind weitere billionenschwere Programme. Zuletzt hat die Europäische Union geliefert. Jetzt ist der Ball wieder bei den Amerikanern. Die sollen jetzt ein neues Billionenprogramm auf die Beine stellen. Der starke Euro bremst so ein bisschen derzeit. Wir haben hier Abschlüsse am Geldmarkt gesehen. Europa wird noch ein bisschen aufgestockt. Sentiment ist ein bisschen durchwachsen. Kleinanleger sind nicht drin. Retail-Fonds auch noch nicht, Instis schon länger. Bewertung nach wie vor sehr, sehr teuer, aber vor dem Hintergrund 2021 werden wir voll durchstarten. Das muss dann aber auch tatsächlich kommen. Also das ist wirklich eine sehr interessante, fundamentale Wette, die hier derzeit läuft. Markttechnik ist ein bisschen neutral. Saisonalität habe ich hier rot dargestellt, eben als Warnsignal. August und September, Charttechnik auch neutral. Wir sind eher seitwärts gerichtet derzeit unterwegs. Ja, was kann man damit machen? Wie kann man mit so einer Ausgangslage letztlich Geld verdienen? Gucken wir uns mal die Chancen an, die so etwas bietet. Und da habe ich mir überlegt, naja, man sollte nicht hier pur jetzt long sich positionieren, aber auch die Chancen durchaus nutzen. Was könnte man dann machen, zum Beispiel mit einem Cap-Bonus? Ist ein interessantes Produkt, vor dem Hintergrund eben, dass man hier auch sehr nette Seitwärtsrenditen letztlich erzielen kann und somit eben dann auch ja, von einer seitwärts gerichteten Bewegung profitiert. Das Produkt hier DFK3PZ mit einem Cap bei 13.500. Das heißt also, dieser Schein wird zu höchstens 135 Euro, glaube ich, zurückbezahlt. Laufzeit bis Mitte Februar 2021 gibt eine Bonusrendite von 7%, beziehungsweise per anno hochgerechnet 12,5%. Und das ist eigentlich ein ganz interessantes Produkt. Dann, wenn man sich einfach mal den DAX anschaut, wir haben hier eine Barriere von 9.800. Die ist hier unten angesiedelt. 9.800, denke ich mal, dürfte erst einmal halten, denn da ist ein deutlicher Abstand noch nach unten hin. Und selbst wenn der DAX jetzt hier runterläuft, ja, auf 11.500 oder 11.000 Punkte, dann habe ich immer noch Anspruch auf die Auszahlung des Maximalbetrags, also auf die Bonusauszahlung, kann also hiervon voll profitieren, muss mir keine Gedanken machen und kann hier wirklich daran auch partizipieren, selbst wenn der DAX jetzt hier so ein bisschen in ein schwieriges Gewässer reinkommt. Wie gesagt, zwischen rund 9.800 und 13.500 Punkten bin ich hier auf jeden Fall im Vorteil und kann bei seitwärts gerichteter Entwicklung hier eine sehr, sehr nette Bonusrendite entsprechend mitnehmen. Das Produkt hat auch kein Aufgeld, das heißt also, ich zahle nicht drauf, sollte jetzt zum Beispiel die Barriere fallen, dann bin ich eigentlich gleichgestellt mit einem DAX-Investor. Und das ist sicherlich auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass man hier bitte auch auf das Aufgeld achtet. Franz Georg, wir hatten eine Frage, kannst du vielleicht mal reingucken, hat der Bernhard eine Frage gestellt und zwar ging es da so ein bisschen um ja, den Zusammenhang zwischen der DAX-Bewegung und dem Euro-Dollar und ob es da irgendwie Korrelation, ob du dir da gewisse Korrelationen anschaust, ob es da gewisse Timelags gibt, ja, weil es war ja so, dass das Währungspärchen Euro-Dollar bis Anfang Juli, glaube ich, noch Richtung, hatte ich ja vorhin eingangs erwähnt, 1,10, glaube ich, stand und dann ging es ja hoch auf 1,19, aber das ging natürlich im Juli sehr, sehr schnell.
Guckst du dir da entsprechend irgendwelche R-Matrizen oder Korrelationen an, wo du sagst, okay, das könnte jetzt eigentlich dafür stehen, dass der DAX geht hoch und dann passiert eben letztendlich auch ein Anstieg des Euro-Dollars. Aber ich glaube, die Schnelligkeit konnte keiner jetzt auch wirklich Nee, vorhersehen. Ne? Da sind natürlich mit einige der Faktoren dran. Schnelligkeit, genau richtig, wie du schon sagst, es kommen ja so viele Faktoren zusammen. Man kann so eine Analyse sauber eigentlich gar nicht machen, denn selbst wenn ich eine historische Analyse starte zwischen DAX, Korrelation, Euro, US-Dollar, dann muss ich immer berücksichtigen, was war denn da für eine Geldpolitik, für ein Bewertungsniveau, was waren andere Einflussfaktoren noch, die reingeflossen sind. Ich habe mir das gerade vor dem Webinar nochmal angeschaut und es ist wirklich sehr, sehr schwierig zu sagen. Auch im mittelfristigen Bereich, ein starker Euro führt dazu zwingend, dass der DAX zum Beispiel leidet. Das kann man so nicht unbedingt ableiten. Man muss einfach gucken, wie ist die Stimmungslage. Taucht das immer wieder so als Belastungsfaktor auf, der Euro, dann Vorsicht darauf achten, eben wie entwickelt sich Euro als Dollar. Aber wenn das noch keiner so richtig wahrnimmt als ein Risiko, dann ja, spielt es auch nicht so eine Rolle. Es ist, wie gesagt, immer so ein Puzzlestück, was ich mit berücksichtige, was Okay, du schaust es dir quasi an, jetzt aber sehr schnell letztendlich, weil hervorgeholt werden kann, natürlich auch. naja, ein valider Zusammenhang gibt es dann Genau, eigentlich nicht. Da sind zu viele Faktoren. situationsabhängig. Okay, gut, Ja, alles klar. Danke. genau. Gucken wir uns mal noch die Aktie des Webinars an. HelloFresh haben wir uns rausgesucht, hatten sehr viele Nachfragen danach. Ich will mal kurz die Eckdaten dazu. Ist ja ein Kochboxenlieferant, dann hat zuletzt nochmal seine Erwartungen ein bisschen nach oben genommen mit der Umsatzprognose. Wie ihr es hier auch bei der operativen Marge ist man etwas zuversichtlicher. Natürlich ein Profiteur der ganzen Corona-Entwicklung. Man arbeitet an der maximalen Produktionskapazität, hat gute 4 Millionen Kunden. Am 11. August gibt es hier den Halbjahresbericht, also die endgültigen Zahlen, die dann rauskommen, 3. November dann für das dritte Quartal. Das heißt also, wir haben jetzt hier von der Geschäftslage her schon mal ein sehr, sehr solides Unternehmen, was wirklich gut aufgestellt ist, was jetzt vor allen Dingen profitiert von der Situation, die wir derzeit noch haben. Was bedeutet das für die Zukunft? Der Ausblick, naja, im zweiten Halbjahr. Sollte das Wachstum eigentlich noch anhalten? Da ist die Frage dann, gibt es wieder einen Lockdown? Gibt es einen Impfstoff? Und das ist das Risiko bei HelloFresh. Kurz zusammengefasst, wenn natürlich die Corona-Maßnahmen aufgehoben werden, stellt sich die Frage, noch viele Kunden, die Kochboxen wieder nach Hause liefern lassen. Oder sagen die dann, na, hey, jetzt gehe ich auch mal wieder in ein Restaurant schön essen, freue ich mich doch wieder da drauf und dann wechselt, beziehungsweise dann könnten auch hier wieder die Kunden sehr schnell abwandern. Das ist ein großes Risiko, sollte man bei HelloFresh auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Also ein Play darauf, dass wir im Herbst eher mal wieder Corona-Probleme, möchte ich mal sagen, in Anführungszeichen haben werden. Bewertung auch sehr, sehr teuer. KGV 40 auf Basis der Gewinnschätzung für 2021. Durchschnittliches Kursziel der Analysten liegt bei 53 Euro. Das sind mal so die Eckdaten für HelloFresh, die man von der fundamentalen Seite zumindest mal im Hinterkopf haben sollte. Hier der entsprechende Chart dazu. Tja, das ist ein astreiner Corona-Profiteur natürlich. Ich wechsle nochmal schnell die Candlestick-Anschicht. Was man hier auch berücksichtigen sollte, seit August vergangenen Jahres um 450% gestiegen der Kurs. Also da ist natürlich eine ganze Menge an positive Erwartungen reingepreist. Dennoch, die Börse kann länger, ich sag mal, irrational bleiben, als man letztlich eben auch erwartet. Der Trend ist aufwärts gerichtet. Die steigende 200-Tage-Linie untermauert das. Wir haben hier kein Extremniveau derzeit vorliegen. Die Aktie korrigierte zuletzt sogar ein bisschen, setzt sich jetzt von diesem Unterstützungsniveau bei 41 Euro wieder nach oben hin ab, hat auch heute sehr gut sich entwickelt. Deshalb lautet meine kurzfristige Einschätzung für die HelloFresh durchaus weiter steigende Kurse. In dem Bereich hier oben der jüngst erzielten Rekordmarke, da verläuft auch die Grenze des Prognosekorridors bei 52 Euro. Darüber wird es dann wirklich wieder schwierig, nur wenn, wie gesagt, auch von der fundamentalen Seite hier wieder stärkere Unterstützung kommt. Das heißt also, dass sich herausstellt, wir brauchen noch länger, sage ich mal, Kochboxen, ja, und die Nachfrage wird weiter hoch bleiben. Das ist unter dem Strich eine Ausgangslage, wo ich sagen würde, kurzfristig in einem freundlichen Umfeld sollte die Aktie sich eigentlich ganz positiv entwickeln und dann soll man auch kurzfristig unterwegs sein. Mittel- und langfristig wären mir hier einfach diese fundamentalen Risiken ein bisschen zu groß. Deswegen habe ich euch hier auch das passende Produkt mitgebracht. Das ist ein Turbo-Long-Papier, mit dem ich letztlich auf steigende Kurse bei der HelloFresh spekuliere. Ein Hebel von gut 3. Das heißt also, Kursveränderungen werden in Faktor 3 verstärkt. K.O. im Basispreis bei 32 Euro. Ich würde einen Stopp ansetzen. Am jüngsten Tief, also im Bereich von 41 Euro, würde ich die Position spätestens auflösen. Gewinnmitnahmen wirklich schon im Bereich des Rekordhochs bei 51, 52 Euro, zumindest mal die Hälfte rausnehmen und dann Stopp auf Einstand nachziehen. Das ist, wie gesagt, ein Play.
auf sich der kommenden, sage ich mal, wenigen Wochen, also einige Tage, 2, 3, 4 Wochen, mit denen man hier zum Beispiel auf eine steigende Kurse setzen kann. HelloFresh nach wie vor eine Aktie mit sehr, sehr hoher relativer Stärke und das wird an den Märkten auch häufig gespielt. Interessanter Wert, sehr, sehr spannender Wert, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund des zweiten Halbjahres. So, damit wechseln wir rüber. Ich würde noch ganz kurz was ergänzen. Und zwar kam eine Frage rein bezüglich dem Bonus-Cap-Zertifikat auf den DAX früher. Und zwar war hier die Frage, was passiert, wenn die Bonusschwelle oder das Cap, was ja hier in dem Vergleich ist, überschritten wird und wenn die Barriere gerissen wird. Also wenn die Barriere gerissen wird, ist es im Prinzip, wird sie ausgenockt, die Barriere, und dann ist man im Prinzip long den Basiswert und gecapped oben, da wo das Cap sich befindet. Und wenn man oberhalb des Caps ist, dann partizipiert man mit der Rendite eben nicht mehr, dann hat man die absolute oder die maximale Rendite erreicht. Insofern, also solange eben die Barriere nicht gerissen wird, dann bekommt man die maximale Rendite am Ende der Laufzeit. Und wenn sie gerissen ist, dann hat man quasi die Aktie. Diese ist dann aber oben gecapped auf dem höchsten Niveau. Das wollte ich noch kurz ergänzt haben. Super, genau. Jo, dann gehen wir mal rüber zu den Edelmetallen. Hier mal kurz so auch wieder, ich sag mal in Anführungszeichen, das fundamentale Bild für Gold. Es hat sich natürlich jetzt hier sehr viel, es hat Gold in die Karten gespielt. Links die Grafik, letztlich die Renditen der Anleihen, 10-jährige USA und Deutschland. Klar, über die Jahre gesehen, langfristig abwärts gerichtet. Damit fällt letztlich ein Argument weg, was immer gegen Gold gesprochen hat. Das war ja, dass wir bei Gold letztlich nur von Kurssteigerungen profitieren können, aber keine Zinsen Gold abwirft oder eben auch keine Dividenden wie am Aktienmarkt. Und dieses Argument ist nahezu eigentlich aufgebraucht. Ja, wir haben ja inzwischen weltweit, glaube ich, Anleihen im Volumen von 18 Billionen Dollar, die negativ verzinst sind. Und damit haben wir eine Situation vorliegen, die eigentlich so in der Vergangenheit noch nie gegeben war. Das spielt natürlich dem Goldpreis in die Karten, denn ich wäge ja immer ab, gehe ich in Anleihen, gehe ich in Gold rein. Beim Anleihenmarkt habe ich eben Kurs- und Zinseffekte eben noch oder Gutschriften. Beim Gold kann ich nur auf Kursgewinne hoffen. Und das Argument zieht jetzt immer stärker. Wir haben hier eine Alternativwährung unter Trump. Trump ist ja, wenn man sich hier mal den politischen Unsicherheitsindex anschaut, die blaue Linie, stark gestiegen. Auch hier natürlich wichtig, amerikanischer Wahlkampf, auch für die Aktienmärkte natürlich, wie geht der weiter? Aber da würde ich jetzt auf die Umfragen noch nicht so viel geben. Das ist ja sehr komplex in den USA. Nichtsdestotrotz, der Unsicherheitsindex ist ja auch in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Auch davon profitiert der Gold, denn Gold ist ja letztlich ein sicherer Hafen. Auch wenn wir jetzt im März zum Beispiel mal einen deutlichen Rücksetzer gesehen haben beim Gold, als hier Corona die Aktienmärkte durchgeschüttelt hat, aber das lag ja an dem Sondereffekt, dass hier Zwangseindeckungen vorgenommen werden mussten. Also hier mussten ja große Investoren aufgrund der Verluste am Aktienmarkt eben dann ihre Goldbestände abverkaufen, um eben hier entsprechend andere Verlustpositionen ausgleichen zu können. Das kann sich natürlich wiederholen, sollten jetzt die Aktienmärkte wieder abstürzen wie im März, dann könnte es auch wieder dazu kommen, dass hier Zwangsverkäufe durchgeführt werden müssen. Aber wenn es ruhig abwärts geht, sage ich mal in Anführungszeichen, dann ist Gold eigentlich davon nicht betroffen. Dann haben wir noch die Notenbanken natürlich. Wir sehen auch hier, die Notenbanken lieben Gold und haben auch hier ihre Bestände zuletzt weiter aufgestockt. Auch das ist ein wichtiger Faktor, dass man hier also auch, was die Zentralbanken angeht, weiter diversifiziert und in Gold die Bestände entsprechend seit über 10 Jahren schon nach oben führt. Und auch natürlich in den börsengehandelten Fonds, die Goldbestände nach wie vor gestiegen sind und das auch zuletzt mit ansteigender Dynamik. Also auch hier mit den steigenden Kursen sind untermauert letztlich eben auch durch steigende Nachfrage nach goldbesicherten ETFs, also diese Gold-ETFs entsprechend. Ja. Und das ist auch von fundamentaler Perspektive hier, muss man sagen, der Goldanstieg auch schon mal ganz gut untermauert. Das stützt natürlich die Entwicklung, die wir zuletzt gesehen haben. Das ist eine sehr positive Entwicklung natürlich. Aber hier auch natürlich dann wiederum auf der anderen Seite die Frage, was sind denn die anderen Einflüsse, die man noch berücksichtigen muss? Ich gehe noch mal kurz hier auf einen Faktor ein. Das sind natürlich die Entwicklung der Realzinsen. Wird auch häufig unterschätzt, wenn man jetzt am Goldmarkt aktiv ist, aber ein wichtiger Punkt. Das heißt also, die Realzinsen, ich schaue mir vereinfacht formuliert an die 10-jährigen US-Staatsanleihen, die Rendite und ziehe davon dann die Inflationsrate ab.
Zuletzt war es so gewesen, dass die Anleihenrenditen eher mal grob gesehen seitwärts gelaufen sind, die Inflationsrate etwas gefallen ist. Das führte dazu, dass die Realzinsen dann nach unten, also dass der Realzins positiv wieder wurde. Wichtig hier, die linke Achse zeigt den Realzins, die ist invers dargestellt, also fällt die blaue Linie, dann steigt der Realzins. Das haben wir zuletzt eben mal gehabt, diesen Effekt, dass die Inflationsrate auch runtergekommen ist aufgrund eben Nachfrageschwäche, Angebotsschwäche, Corona. Das habe ich alles häufig genug vorgetragen. Das führte eben dazu, dass die Realzinsen gestiegen sind. Wir sehen aber jetzt allmählich die Entwicklung, dass eigentlich die Zinsen bei den 10-Jährigen stabil bleiben, aber die Inflation ganz allmählich vielleicht mal anspringt. Und das ist ja auch das, was wir aus 2008, 2009 gelernt haben. Die Inflationsrate springt mit zeitlicher Verzögerung an, sofern natürlich auch die Konjunktur entsprechend sich positiv entwickelt. Das wäre für Gold sehr, sehr wichtig, wenn man jetzt unterstellen würde, dass wir zum Beispiel zum Jahresende hin eine Inflationsrate von 3% haben in den USA. Derzeit sind wir, glaube ich, bei 0,7 und eine Anleiherendite von 0,6% noch, dann hätten wir hier einen negativen Realzins, der sich irgendwo einpendelt bei 2,4, also minus 2,4, minus 2%, je nach Entwicklung. Das würde dann Gold entsprechend weiter nach oben führen und somit eben auch fundamental unterstützen. Wir haben diesen Effekt hier 2010 gehabt, ja, wo die Inflationsrate angesprungen ist, Zinsen seitwärts und das führte dann dazu, dass der Realzins deutlich ins Negative drehte und der Goldpreis davon profitiert hat. Ja. Denn wenn ich dann am Anleihemarkt sogar Strafzinsen zahlen muss, dann werde ich natürlich Gold. Und bevorzuge dann natürlich das Edelmetall. So, und diesen Effekt gilt es natürlich auch zu berücksichtigen. Das haben wir derzeit leicht freundliches Umfeld, was zumindest mal Gold angeht. Was nicht ganz so positiv ist auf den ersten Blick natürlich dann Euro-US-Dollar. Gold wird ja auf den Weltmärkten in Dollar abgerechnet. Das heißt also, für Investoren außerhalb des Dollarraums ist natürlich dann Gold relativ teuer geworden. Und das dämpft so ein bisschen die Nachfrage. Das habe ich hier auch mal gezeigt. Wenn hier unten der Euro aufwertet, dann haben wir häufig ein positives Umfeld für Gold. Das hatten wir hier auch 2017. Wertet hingegen der Dollar auf, zeigt der Greenback-Stärke, dann pendelt Gold häufig seitwärts. Auch hier natürlich wieder viele Einflussfaktoren, aber das bremst immer so ein bisschen die Stimmung am Goldmarkt. Das geht sehr, sehr schnell. Starker Dollar, oh, dann gehe ich eigentlich nicht in Gold rein, dann ist es sehr, sehr teuer. Gleichwohl eben auch notiert Gold ja in vielen Währungen schon im Bereich des Rekordhochs oder sogar deutlich über den Bestmarken, die zuletzt aufgestellt wurden und ist natürlich teuer. Das könnte so ein bisschen bremsend sich auswirken auf die Nachfrage insgesamt. Aber wichtiger Faktor, auf jeden Fall mal im Blick behalten, Euro-Dollar, ich hatte es gesagt, eigentlich oben langsam angekommen. Das heißt also, wir könnten uns auch so ein bisschen wieder auf eine Dollarstärke einstellen. Das würde Gold tendenziell belasten. Was belastet noch den Goldpreis? Ja, ist natürlich sehr, sehr weit gelaufen kurzfristig. Ja. Wir haben hier einen Abstand zur 200-Tage-Linie. Das ist hier ein Wochenchart. 40-Wochen-Durchschnitt entspricht hier ungefähr der 200-Tage-Linie von rund 20%. Und ihr seht es hier unten. Eine Differenz zur 200-Tage-Linie von mehr als 20%. Das haben wir durchaus mal gehabt, aber das war immer mal wieder so im Hochpunkt gewesen des Goldpreises. Also hier zum Beispiel im November 2009, da haben wir hier den Peak oben getroffen. November 2011, auch hier den Hochpunkt oben. Und das war auch dann so der Fall, dass Gold außerhalb hier dieses Prognosebandes wieder lief. Das heißt also sehr weit. Einen Abstand eben auch hatte zur 100-Tage-Linie. Und Gold ist einfach zuletzt ungewöhnlich schnell gestiegen in Kompetenz, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn das Umfeld insgesamt, aber wir haben noch keine Unterstützung über die Inflationsrate, denn die Inflation, die Teuerung ist noch nicht richtig angesprungen. Ja, wir haben hier immer noch eine relativ niedrige Inflation. Um Gold zu unterstützen, müssen wir wirklich schnell mal hier auf 1, 2% dann also auch nach oben ziehen. Das sieht man derzeit noch nicht. Wir haben eine markttechnische Überhitzung mit den weiten Abständen zu gleitenden Durchschnitten. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass wir hier erstmal so ein bisschen ruhiger uns jetzt entwickeln, was den Goldpreis angeht. Wer noch nicht investiert ist, der kann eigentlich nur darauf hoffen, dass diese Konsolidierung, die jetzt, sage ich mal, sehr wahrscheinlich ist, hier ablaufen wird, im Bereich von rund 1700 bis 1800. Hier werden wir auch dann wieder etwas abgekühlt, wäre die Überhitzung, wenn wir wieder im Bereich der 200-Tage liegen und im Bereich des jüngsten Tiefs. Ich sehe Gold nicht mehr unter dem jüngsten Tief fallen, also unter 1650, denn
Einfach dafür ist das Gesamtumfeld, wenn man sich betrachtet, mit der Geldentwertung, mit den massiven geld- und fiskalpolitischen Programmen dann doch zu gravierend. Das sollte Gold langfristig stützen, aber kurzfristig aus taktischer Sicht einfach überhitzt. Also hier bitte eher mal abwarten, dass wir hier nochmal einen Rücksetzer sehen. Man kann hier einfach nachkaufen in den Bereichen von rund 1.700 bis 1.800, 1.900 Dollar kann man sukzessive Positionen aufbauen. Ja, also wirklich in Schwäche hinein eher bei Gold kaufen. Ob die noch kommen wird, ich weiß es natürlich nicht. Ich habe keine Glaskugel vor mir. Aber zumindest mal aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit war es häufig so gewesen, dass wir hier zumindest mal eine Atempause noch sehen sollten. Deshalb hier etwas vorsichtig sein. Was macht der kleine Bruder, also Silber? Auch hier erstmal der Vergleich Gold zu Silber ist ja auch ein wichtiger Faktor. Man schaut sich hier einfach an, wie viele Unzen Silber muss ich für eine Unze Gold bezahlen. Und da kann man dann schon mal sehen, ist jetzt Silber günstig im Vergleich zu Gold oder ist Silber teuer im Vergleich zu Gold? So, wir haben hier im März die Situation gehabt, dass natürlich der Silber hat ja ungefähr die Hälfte der Nachfrage stammt aus der Industrie. Das heißt also, wir haben eine deutliche stärkere Konjunkturabhängigkeit. Silber ist viel stärker in den Wirtschaftskreislauf eingebunden als Gold. Ja, Gold brauche ich letztlich nur als Schmuck oder Wertaufbewahrung. Silber ist ja in den Solarzellen drin, in Mikrochips, dürfte auch im Rahmen von Elektroautos eine größere Rolle noch spielen und auch die Nachfrage könnte davon profitieren letztlich. Deshalb gab es hier den schärferen Silbereinbruch. Da hatten wir hier eine Ratio gehabt von 125. Das heißt also, ich musste 125 Unzen Silber für eine Unze Gold bezahlen. Wie man hier sieht, langfristig ein absolutes Extremniveau, ja, eine Übertreibung. Das wurde jetzt in kürzester Zeit wieder abgebaut. Jetzt haben wir einen Faktor von 80 ungefähr. Auch das ist wirklich im langfristigen Bereich noch ja, ein Niveau, wo man eher mal sagen würde, Vorsicht, denn der langfristige Durchschnitt ist ungefähr bei 65 anzusiedeln. Ja, das ist dieses Niveau hier unten. Wenn man das jetzt umrechnen würde, dann müsste Silber noch weiter steigen, so im Bereich 30, 33, 34. Dann hatten wir wieder das langfristige Mittelwert. Und ihr seht es auch hier nach solchen Übertreibungen nach oben hin, neigte die Ratio häufig auch mal hier bis in den Bereich von rund 30 zu fallen. Ja, also ein Faktor von, nee, Entschuldigung, nicht 30, 45 hier, dieses Niveau. Das haben wir durchaus auch mal gesehen, beziehungsweise wenn es eine scharfe Silber-Rally gab wie 2011, dann ging es auch mal bis auf 33 runter. Das erwarte ich jetzt mal nicht. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, die Wirtschaft kommt langsam wieder in Fahrt, dann, und wir haben noch die Inflation dazu, das heißt also zwei Komponenten, Konjunktur kommt wieder ein bisschen in Schwung rein, aber auch eine steigende Inflation, das würde beides Silber in die Karten spielen und dann würde Silber eigentlich auch eine Outperformance zeigen müssen gegenüber Gold und dann dürfte sich auch hier diese Überhitzung wieder abbauen. Ich hatte ja im letzten Webinar, um darauf noch zu sprechen zu kommen, einen Bull vorgestellt, das war hier, glaube ich, dieser gewesen, DFD6. D9, jetzt noch ein Hebel von 2, den hatten wir, glaube ich, hier mal empfohlen, vor einem Monat, wir können ja mal schnell gucken, im Bereich von rund 5,11 Euro, der steht jetzt bei rund 10 Euro, also 100% in 4 Wochen hat dieser Turbo Bull gemacht. Wer den Trade mitgemacht hat, herzlichen Glückwunsch, sehr, sehr gut hat er sich entwickelt. Also hier hatte ich ja gesagt, dieses Ausbruchsniveau um 18,90, 19,20 im Auge behalten, steigen wieder drüber, dann bitte reingehen. Das hat hier sehr schön funktioniert mit diesem Papier. Hier würde ich jetzt sagen, mindestens mal 2/3 der Position rausnehmen und realisieren, weil wir auch hier eine enorme Überhitzung im Augenblick beim Silber haben. 40% Abstand zur 200-Tage-Linie. Auch das war in der Vergangenheit häufig mal im Bereich eines Hochpunktes. Wir sehen aber auch, Silber ist nochmal deutlich volatiler als Gold. Also hier haben wir Spitzen gehabt von mehr als 60%. Richtig starke Übertreibungen, wie wir sie auch jetzt mal hier vielleicht noch sehen werden, wenn zwei Faktoren zusammenkommen, Konjunktur und Inflation. Aber trotzdem, welche kurzfristig auch bei Silber vorsichtig. Wenn nicht dabei ist, ja, vielleicht gibt es nochmal einen Rücklauf hier in diesem Bereich. Unterhalb von 22 Dollar je feine Unze würde ich Silber kaufen. Also würde ich wieder aufstocken. Bis hier in den Bereich von 18,80 bis 22 bieten sich alles Einkaufskurse an. Dann sollte Silber im sehr unwahrscheinlichen Fall unter 18,80 fallen, also dieses Ausbruchsniveau, dann hier wieder langsam mal rausgehen, denn das wäre ein deutliches Schwächesignal, erwarte ich nicht. Das hier ist eine Nachkaufzone, dieses Niveau. Ob wir nochmal da hinlaufen, kann ich nicht genau sagen. Silber ist, wie gesagt, sehr, sehr schnell, neigt sehr stark zu Übertreibungen.
Das könnte aber wieder abgebaut werden, sollte sich hier einfach auch die Kursbewegung der Vergangenheit wiederholen, dürfte das nochmal der Fall sein. Wie gesagt, wer im Bull drin ist, zwei Drittel der Position würde ich hier verkaufen, mit einem Drittel drin bleiben und den Stoppkurs knapp unter hier das Ausbruchsniveau nachziehen, also so im Bereich 18,20, 18,30 und dann den Trade einfach mal weiterlaufen lassen. Also ja, das mal zum Silberpreis noch. Öl, nur noch ganz kurz, das pendelt seitwärts. Ich sehe hier ehrlich gesagt keine Dynamik im Augenblick, auch von fundamentaler Seite tut sich hier nicht wirklich viel. Kämpfen jetzt hier so ein bisschen noch mit einer Abwärtslücke, mit der fallenden 200-Tage-Linie. Würde ich jetzt im Augenblick einfach nicht investieren. Ja, der Trend ist seitwärts gerichtet, da kann man sehr schnell sehr falsch liegen, da ist keine Dynamik drin. Da bieten Gold, Silber und die Aktienmärkte deutlich höhere Schwankungen. Ja, das war's von meiner Seite mal wieder gewesen aus den Halbferien, möchte ich mal sagen. Entschuldige mich nochmal für die vielleicht schlechte Leitung, die wir zuletzt gehabt haben, aber beim nächsten Mal wird es dann wieder sauber sein. Und da freue ich mich schon drauf, Anfang September dann wieder. Ja, ganz lieben Dank, Franz Georg. Ich nehme jetzt nochmal die Bildschirmrechte hier. Und dann ja, gibt es wie gewohnt den Abspann. Ja, jetzt ist meine Folie wieder live. Ja, wollte ich auch sagen, entschuldige nochmal für die Tonaussetzer. Ja, passiert. In dem Fall war Franz Georg, wie gesagt, netterweise, obwohl er im Urlaub ist, dazugeschaltet. Und da gab es einige Aussetzer mal, aber beim nächsten Mal sollten die wieder behoben sein. Das hat man in der Vergangenheit auch noch nicht. Ich glaube, ich konnte ganz gut folgen. Klar gab es mal den Aussetzer, aber wie gesagt, beim nächsten Mal wird es, glaube ich, hinfällig sein. Ja, ich glaube, für die meisten Geschmäcker war was dabei. Wir haben auch gesagt, okay, wir nehmen HelloFresh mit auf, weil wir letzte Woche im Webinar mitbekommen haben, dass sowohl HelloFresh als auch TeamViewer ganz spannende Basiswerte sind, die mal analysiert werden sollten. Und da haben wir uns eine rausgepickt, Franz Georg hat HelloFresh genommen. Ich hoffe, das hat auch einen Mehrwert geliefert. Und auch nochmal vielen Dank für das Feedback zum Silberbull. Da kam auch positive Resonanz zurück. Also für dich, Franz Georg. Ja, wie gesagt, nicht jeder Trade geht auf, aber danke fürs Feedback. Insofern, was kommt nächste Woche auf den Teller? 10.8. Wir haben die letzte Folie hier aufliegen. Da kommt die Trading-Gruppe 2.0 und wir würden uns freuen, wenn Sie wieder mit von der Partie sind. Ich sage danke, Franz Georg. Danke Ihnen fürs Zuhören, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Danke fürs Einschalten. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und hoffentlich erfolgreiche Trades und hoffentlich bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss.